Klingt jetzt, als wäre dieses Buch, das du geschrieben hast, so ein Buch für Israel-Fans, die ständig nach Jerusalem reisen oder am See Genezareth rumspazieren. Und was ist eigentlich, wenn ich mit dem Thema Glauben und Israel überhaupt nichts am Hut habe? Gerade dann solltest du das Buch lesen, weil ich bin kein Israel-Freak, so wie ich das mal nennen würde. Ich finde Dinge gut, ich finde Dinge schlecht. Es geht eher darum, um diese Identität. Also wer bin ich eigentlich, was mein Glaube, wie ist Gottes Wesen überhaupt? Weil wenn ich zum Beispiel ein gewisses Gottesbild habe, zum Beispiel denke ich, er ist ein strafender Gott, werde ich tendenziell die Dinge auf diesem Ohr hören. Es geht darum, diese Wurzel, die Identität zu finden und einem Gott zu begegnen, dem ich vertrauen kann und dem ich auch vielleicht die Dinge auf einem gesünderen Ohr anfange zu hören, wie er sagt. Zum Beispiel die Gebote ist ein schönes Beispiel. Das ist ja oft so, sind es Verbote, will Gott mich einengen. Also ich werde aufgrund dieses Buches diese Gebote anders lesen. Ja, also ich finde, diese Gebote sind teilweise schon auch sehr einschränkend. Also klar, du sollst nicht töten oder das ist natürlich schon logisch, ja. Aber es gibt so viele Gebote, gelten die für uns auch noch oder? Jesus sagt einen herausfordernden Satz. Er sagt, ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. In diesem Buch geht es darum, warum ist das so? Wie geht das? Also die Gebote, sagt Gott auch, sind dafür, damit wir leben. Und es ist ein bisschen so, ist Einschränkung immer etwas, was schlecht ist? Ich mache ein Beispiel. Wenn du ein Haus hast zu Hause, hast du Mauern hoffentlich drumherum und ein Dach drüber. Ist eine Einschränkung, weil es beschränkt ja deine Freiheit. Sonst müsstest du ja unter dem freien Himmel schlafen. Trotzdem würdest du sagen, es ist gut. Es schützt mich vor Regen, vor Sturm, vor Kälte, vor Hitze. Und so sind die Gebote Gottes am Ende vom Tag auch. Die Bibel sagt allerdings, dass es etwas sind, was mir Dinge zeigen möchte, wie Gott lebendig machen möchte in meinem Leben. Also ich möchte es so ausdrücken. Das heißt dann, dass der Buchstabe, sagt die Bibel selber, tötet. Das heißt, einfach nur Regeln lesen, ohne sie zu verstehen, macht keinen Sinn. Das ist wie wenn du deinen Kindern sagst, sie sollen etwas lassen und sie verstehen gar nicht warum. Das heißt, sie werden es einfach brechen, weil sie sagen, macht eigentlich gar keinen Sinn. Wenn du sagst, dass Israel so wichtig ist für uns als Christen bezüglich unserer Wurzeln, also Israel ist ja das Land heute, muss ich jetzt irgendwie alles toll finden, was die Regierung von Israel macht, auch diese Horrornachrichten aus den besetzten Gebieten, die auch sehr oft durch die Kanäle gehen. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das war einer der Gründe, warum ich dieses Thema lange nicht mit anfangen konnte, weil ich gläubige Menschen getroffen habe, die mir mehr oder weniger das beibringen wollten. Also ich muss immer für Israel sein, egal was der Präsident entscheidet. Ich muss applaudieren und ich bin gegen Araber und so weiter. Und das habe ich von Anfang an gedacht. Also wenn das die Idee ist, das kann gar nicht sein. Weil wenn man die Bibel liest, merkt man, dass Gott mit seinem eigenen Volk, mit dem israelischen Volk, auch dem christlichen eigenen Volk, gar nicht so umgeht, dass er sagt, egal was ihr macht, ich finde das gut. Ganz im Gegenteil, er spricht die Dinge sehr, sehr deutlich an. Das ist ein Großteil der Bibel. Auch Verfehlungen. Er redet über Menschen und die israelische Regierung sind Menschen, genau wie andere Regierungen auch. Die machen Dinge gut. Das wird vielleicht auch ein bisschen einseitig dargestellt, als würden sie gar nichts gut machen, aber sie machen auch Dinge definitiv nicht gut. Das politische Israel ist etwas, was man immer differenziert betrachten sollte. Okay, das verstehe ich, aber hilft mir das Buch dann auch tatsächlich, meine Sicht auf die furchtbaren Terrornachrichten, die mich täglich erreichen, irgendwie zu verändern? Also ich denke auf jeden Fall, weil ein Teil davon ist ja viel die Frage, wie begegne ich Moslems, wie begegne ich diesen Situationen, die da sind. Und das ist auch ein Teil des Buches, einfach der muslimische Glauben hat ja auch wieder ähnliche Grundlage, nämlich Abraham auch. Und dort gibt es eine Geschichte mit Ismael, die dort aufgegriffen wird, also einmal von der Entstehung her. Aber eben auch vielleicht, warum das so emotional alles aufgeladen ist. Und es zeigt mir in dem Sinne, dass ich Gott entdecken kann, wie er doch souverän ist, gerade auch in schrecklichen Momenten, was man erstmal nicht so denkt. Das heißt, es hilft mir, mehr zur Ruhe zu kommen, Vertrauen zu haben, aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Vorurteile abzubauen, auch gegen Islam, aber auch gegen Judentum und vor allen Dingen auch dem Christentum, wo vielleicht auch viele Menschen sagen, ich kann auch im Christentum nichts anfangen, aus diesen Gründen, die wir schon besprochen haben, dem Alten Testament, dem Gott und so. Also du glaubst, dass es für uns Christen wichtig ist, sich mit diesem Thema Israel zu beschäftigen? Verstehe ich das richtig? Also ich habe das ja probiert jetzt auszudrücken, dass es mehr als Israel ist. Also wenn du sagst Israel, also ich sage es mal so, wie ich es verstehe, es ist viel, viel mehr. Es hat was mit den hebräischen Wurzeln zu tun, ja. Sonst habe ich wie eine Identitätskrise, weiß gar nicht, wer Gott wirklich ist, habe die Zugangsprobleme damit. Auch das politische Israel heute ist faszinierend, wenn man guckt, welche Prophetien es gab, was Gott dort wirkt, dass diese Staatsgründung überhaupt passiert ist. Aber auch welche Pläne er hat bei seiner Wiederkunft in dieser Region und viele, viele Aussagen, die in diesem Buch damit zu tun haben, wo es jetzt gerade ganz besonders Tumult ist in ganzen Regionen, wo gerade Aufstände sind und ISIS wütet. Darüber gibt es ganz viele Prophetien in der Bibel, was Gott dort tun will und auch das
ist etwas natürlich, was jetzt unabhängig, ob ich jetzt nach Israel reisen möchte oder nicht, für meinen Glauben meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, auch wenn ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftige. Also es klingt nach einem spannenden Buch. Ich habe jetzt schon ein bisschen Einblick so bekommen und möchte das auf jeden Fall lesen. Und ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, danke auch.